Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Blind Let's Play. Und zwar handelt es sich hierbei aus dem Bandai Namco Entertainment Hause und Tarsier Studios. Ja, Little Nightmares. Wir werden konfrontiert mit dem Horror unserer Kindheit. Okay. Ja, weiterspielen, das hat keinen Zweck. Ich habe nur mal los den Anfang reingehauen. Aber ich wollte erstmal einmal kurz bei Einstellungen gucken. Grundlautstärke, Steuerung, Helligkeit. Oh, das lassen wir alles so. Neues Spiel. Ja. Mal schauen, was uns in diesem Spiel für ein Horror erwartet mit den Ängsten unserer Kindheit. Während wir mit Six, zumindest steht das so auf der Verpackung, hier rumlaufen und so weiter, und dieses Spiel hat nicht mal eine Gebrauchsanweisung. Dafür war der Soundtrack dabei. Habe ich später herausgefunden, es gibt sogar eine Collector's Edition davon. Hätte ich auch gerne gehabt. Und unsere Hauptcharakterin Six sieht aus wie die Figur aus dem Film Coraline. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Sehr guter Stop-Motion-Horrorfilm. Und jetzt viel Spaß mit dem Opening von Little Nightmare. Eine Silhouette. Eine Frau, die sehr japanisch gekleidet ist. Und ein kleines Mädchen, was anscheinend in einem Koffer gelegen hat. Ah, okay, auf Kreis können wir ein Feuerzeug anmachen. Hä? Okay, so können wir kriechen. Wahrscheinlich können wir hier greifen auf R2. Okay. Dann gehen wir mal. Ja, so können wir greifen auf R2. Das ist doch jetzt allerliebst. Und es ist dunkel. Verdammt. Krass, wir können sogar Lampen anmachen. Oh, da müssen wir durchkriechen. Es ist sehr dunkel hier drin. Okay, ich finde das schon wieder cool mit diesen Licht- und Schatten-Effekten. Sehr, sehr schön gemacht. In diesem Spiel. Gucken, wie horrormäßig. Oh. Ich habe ein Blub gehört. Macht hier etwa jemand Spinat? Mit dem Blub. Okay. Das ist eine ziemlich große Treppe. Das cool aus, der Boden. Ist das hier alles so ein bisschen. Okay, dann halt nicht. Oh, was haben wir denn da? Ja, ich möchte die Figur mitnehmen. Weil die ist hässlich. Können wir die werfen? Oh. Was habe ich getan? Ich habe sie kaputt gemacht. Okay. Hier hat anscheinend jemand geraucht.
Rinder mit dir. Oh. Ich glaube, da hat sich einer erhängt. Na, die Schulung geschmissen hat er jedenfalls nicht, weil... Hallo? Können wir den Stuhl dafür wegziehen? Was ja schon mal klar ist, wir waren es nicht. Sehr dunkel. Das ist sehr düster, das Spiel, also. Ich finde das toll, der Stil ist. Ich finde den geil. Das sind Hände. Ein Kühlschrank. Ist hier nichts. Ja. Kleine Fächer. Und außerdem ein bisschen leer der Kühlschrank. So ein bisschen. Muss ich jetzt daran gewöhnen, dass man R2 drücken. Oh, I. What? Alter! Das Viech hat mich einfach getötet. Ich dachte, das könnte ich nehmen und wegschmeißen. Okay, wir tauchen hier wieder auf. Das heißt, wir springen einfach. Oben ist doch noch so ein Viech. Geht weg, ihr blöden Blutegel! Ich mag keine Blutegel. Die sind so ekelig. Und blutig. Ach schade, ich dachte, da könnten wir hoch. Müssen wir wahrscheinlich sogar. Ja, Tja. Aha! Och, Menno! Six, was tust du denn? Mein kleines, putziges Mädchen. Ja! Nein! Man sieht aber auch da oben nichts. Das ist ja das Problem an der Sache. Okay, das klappt schon mal nicht. Okay, man reiße einfach das Brett weg. Auch eine Möglichkeit. Oh shit! Lass mich in Ruhe! Nein, 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 nein! Weg, 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 weg! Ich hab zwar mit einem gerechnet, aber nicht, dass wir da runterfallen! Und auch noch so fucking viele Blutegel! Bäh! Ekelhaft!
und kann ich nicht umwerfen. Okay, vorsichtig, 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 fall mir da nicht runter. Kleines Mädchen. Oh, diese Schatteneffekte. Oh, herrlich, herrlich. Sorry, wenn ich das jetzt mal sage, aber mir geht da voll einer ab gerade. Übertrieben gesagt, also... Hui. Das sollte eigentlich nicht passieren. Mit Betonung auf eigentlich. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir da nicht weiterkommen. So, Frau mit Kapuze. Okay, die Musik ist sehr, sehr bedrückend. Wenn nicht sogar ein wenig unheimlich. Sie ist sogar sehr unheimlich. Ah, Fenster. Blöd. Hältst du dich fest? Kriegen wir das denn jetzt hin? Ach, okay. Ja, ich schaff's! Nicht! Hätte mir aber auch mal vorher einer sagen können, dass man hier rennen kann in dem Spiel. Und ja, lauf! Oh, sliden können wir auch? Das will ich jetzt nochmal ausprobieren. Ja! Schön. Aber woher soll ich das denn bitte vorher wissen? Dass man hier auch sliden kann. Naja. Im Nachhinein sind wir alle schlauer. Zum Himmel Donner. What? What? Was zur Hölle? Ist das jetzt hier ein Kerker?